weiter. Ob gleich der nächste? Nein. Euer Ende ist nah. Vorwärts. Gut, ist jetzt einer unten? Weil es waren ja drei, oder nicht? Nein. Brauchst du mich? Okay, jetzt können wir aber erstmal mit Heid zaubern. Vita. Übrigens den wieder anlegen, das ist besser. Aber jetzt hast du auch wieder alle Zauberslots. Vita. Ja. Mortis. Wie lautet deine Aufgabe? Vita. Mortis. Vita, Mortis, Kaya. Das war jetzt Overkill für sie. Vita, Mortis, Kaya. Vita, Mortis, Kaya. Vita, Mortis. Was du von mir in Ordnung. So, das heißt, wir können jetzt hochgehen. Quick Save machen. Ist das alles? Und du kannst dich jetzt erstmal in Ruhe umsehen. Wenn ein großer Mann wahnsinnig wird, sollte das nicht unbeachtet bleiben. Manche sagen, sein Verstand sei verdorben. Man sagt, er hat sich in seinen Räumlichkeiten eingesperrt. Wie kann ich weiter? Geht, ihr seid keiner von uns, ich habe euch nichts zu sagen. Ja. Hier oben scheint es nicht ganz so groß zu sein. Was ist los? So soll es geschehen. Auf jeden Fall geisterhafte Höflinge hier. Oh, ein Bad hier. Dein Bild vorwärts! Deutlicher sprechen als Worte. Wasserähnliche Elementare. Spür meine Stärke noch Klinge. Ja gut, ich will ja nichts sagen, aber... Ja? Die können jetzt nicht sonderlich viel. Verstanden. Jawohl! Man kann sie nur nicht gut erreichen. Da hat, ist es gut, dass Hagrim eine lange Waffe hat. Das ist übrigens eigentlich auch so der Grund, warum ich lieber einen Druiden als Kleriker dabei habe. Kleriker dürfen keine Speere benutzen, Druiden schon. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Mit Speeren hat man halt doch etwas mehr Reichweite. Wenn es sein muss. So, das waren eher Zierbrunnen als Bäder. Oh, wie niedlich. Das verrostete Ding scheint einst eine voll funktionsfähige Orgel gewesen zu sein.
Also ja, mit niedlich meine ich überhaupt nicht niedlich. Kann ich helfen? Bacio, Ferre. Brauchst du mich? Dein Befehl? Brauchst du mich? Ja. Wie lautet deine Aufgabe? Nein, das hast du. Kann ich am besten zu Diensten, gell? Oder? Ist etwas nicht in Ordnung? Nee, ihr habe ich das beigebracht. Wo ist es denn? Sag, was du von mir willst. Ihm habe ich es beigebracht. Das hätten wir nämlich auch beim Kampf gegen die Rakshas das helfen können. Wie kann ich helfen? Gewiss. Was hat er benutzt? Was hat er benutzt? Ich habe keinen Stein zu Fleisch. Ah. Warte, habe ich Stein zu Fleisch? Okay. Kann ich helfen? Das finde ich nicht so toll. Manas potentis paro. Achso, das Schild der Archonen, das geht auf dich. Okay. Wie kann ich helfen? Er hat sich schon wieder versteinert. Bereit zu neuen Taten. Ist etwas nicht in Ordnung? Manas potentis. Kann ich helfen? In Ordnung. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Okay, diesmal haben wir ihn klein gekriegt, bevor er jemanden versteinern konnte. Hat auch 14.000 Erfahrung gegeben, der Gute. Was? In Ordnung. Ich hasse Betrachter. Jedenfalls ja, in der Second Edition. Was ist los? Ich tu's. Sag, was du von mir... Vorwärts! Woran hast du... In Ordnung. Wie kann ich helfen? Gewiss. Ich höre. Ist das alles? Das hier sind wahrscheinlich entweder Gästezimmer oder... Bedienstetenzimmer. Ist doch nicht wahr. Dein Befehl? Ja. Einverstanden. Ja? Wie kann ich helfen? Brauchst du sofort. Dein Befehl verstanden. Ja, gut. Sofort. Jetzt kommen noch Geister. Für meine Stelle eine Klinge. Wo zur Hölle kommt der jetzt her? Ich möchte mich ja nicht einmischen. Euer Leben ist verwirrt. Ich bin müde. Ich will nicht helfen. Mal ausruhen. Ich bin erschöpft.
Dämonen des Schlafes jagen. Ich brauche eine Pause. Vorwärts! Was ist los? Dein Befehl. In Ordnung! Hier ist nichts drin. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Okay. Ja? Weiter! Machen wir mal die Tür zu und gucken, was es hier gibt. Hier gibt es nichts. Sag, was du gewiss. Ja, es ist nur ein Bett. Kann ich helfen? Sehr gerne. Wie auch immer der durch die Steinhaut hauen kann. Ich muss mich ausruhen. Darf ich jetzt schlafen? Wie kann ich helfen? Ja. Vorwärts! Woran hast du? So soll es geschehen. Also Betrachter und diese Geister. Sofort. Ich höre. So soll es geschehen. Das ist nicht nett. Das ist absolut nicht nett hier oben. Leitfaden? Plus 1 Charisma per Moment. Einer der beliebtesten Leitfäden der Führungsstärke und Einflussnahme ist das Buch mit dem Titel »Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst«. Wie andere Bücher dieser Art steht es für eine Philosophie des persönlichen Aufstiegs und der Manipulation anderer allein durch die eigene Ausstrahlung. Die Autoren und Anhänger dieses Leitfaden behaupten, dass durch die Anwendung der neuesten Theorien aus dem Bereich Soziologie und Psychologie das Charisma einer Person um einen Punkt gesteigert werden kann. In Wirklichkeit sind solche Steigerungen das Ergebnis von Zaubersprüchen, die während des Schreibens auf den Text übergegangen sind. Dieselben Zaubersprüche sorgen auch dafür, dass der Leitfaden nach einem eigenen Gebrauch verschwindet. Zugegebenermaßen ist dies eine ausgezeichnete Marketingstrategie. Also ja, das ist dann was für unseren Paladin. Der braucht ja Charisma. Und ich muss das ja. Buch ja so benutzen. Sag, was du sofort. Was aber wieder zum mal wieder meine These, was ich von vielen anderen Leuten schon gehört habe, die Pen and Paper und so spielen, die einfach davon ausgehen, dass Charisma bedeutet, der Typ ist halt wunderschön. Deswegen hören alle auf ihn. Oh, Fürst Maluratek, wer wagt es, meine Privatgemächer unangemeldet zu betreten? Ich habe den Befehl erteilt, dass man mich nicht zu stören hat. Oh, ich verstehe, ihr seid mit ihm verbündet. Ja, ihr glaubt, wo ich gehöre. Ich höre nicht, was in dunklen Ecken geflüstert wird. Die Stimmen unterscheiden sich, aber alle singen das gleiche Lied, das Lied des Verrats. Ich werde dieses Lied für immer zum Verstummen bringen. Ich bin Fürst Falun Maluradek, Held der Sturmgräber, Schlechter des blauen Wurms Eriglas. Und ich werde euch verräterische Hunde zum Schweigen bringen. Was ist... Ich tu's. Ist sie nicht mehr unsichtbar, oder was? Wie kann ich helfen? Gewiss. Okay. Wie lautet deine Aufgabe? Dein Befehl? Ja. Kann ich helfen? Sofort. So, das sollte reichen gegen Fürst Maluradek.